Willkommen zurück zu Let's Play King's Bounty The Dark Side. Wir haben letztes Mal Julia befreit von den leicht schwuchtelig angehauchten Fängen von Baron Gerard de Bonton und werden diesmal jetzt versuchen, weil er anscheinend ein alter Soldat ist, der was alle auf Monteville kennt, werden wir zum Schmied von Annette gehen und schauen, ob wir da mit der Quest vorankommen. Aber zuallererst reden wir mal mit Julia und ihrem Vater. Die sollten jetzt wieder dankbar sein, dass wir Julia da von den Fängen des Barons gerettet haben, von den lüsternen Fingern. Außer einem Zirkuselefanten hatte ich noch nie einen Freund und jetzt merke ich, dass ihr mein allerbester Freund seid. Ihr habt mich vor den schmutzigen Fingern des abstoßenden Barons gerettet und dafür werde ich euch für immer dankbar sein. Ich habe noch nie so eine gute und nette Person kennengelernt, nicht einmal unter den Menschen. Wie sich gezeigt hat, können Nichtmenschen der Dunkelheit nettere und bessere Leute sein. Das Leben ist sehr kompliziert. Manchmal musst du dein Leben riskieren und ein gutes Mädchen retten, nur um ein anderes gutes Mädchen foltern zu können. Das ist nur Dialektik oder Metaphysik oder so etwas. Ich werde euch nie vergessen. Wart ihr schon bei dem Maler, von dem ich euch erzählt habe? Er ist sehr süß und hat mir sogar versprochen, mich zu porträtieren. Ja, aber über das Porträt war... Ja, er hat mich gebeten, euch dieses Porträt als Geschenk zu überbringen. Aha. Aha, jetzt haben wir das Porträt einfach abgeben. Und haben dafür eine Piratenflagge erhalten. Wirklich? Wenn du diese Flagge hisst, riskierst du als Pirat verschrien zu werden. Alle Kriminellen werden sich aber freuen, die gute alte Totenkopfflagge zu sehen. Was bringt uns das? 3 Angriffe für Piraten, 7... Okay, wenn wir so ein Piratendude wären. Ich glaube, das Porträt ist jetzt in das umgewandelt worden, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Reden wir mal mit dem Vater von Julia. Jetzt stehe ich ewig in eurer Schuld. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Ihr könnt alles verlangen, was ihr möchtet. Ich möchte elfisch aussehen. Klar, das wird nicht lange dauern. Ein bisschen Farbe hier und ein bisschen Schminke dort. Ein paar Fledermausohren mit weißem Lehm hier und die Reißzähne werden mit ein wenig Gummi-Arabikum bedeckt. Ich habe keine Ahnung, was dieses Wort bedeutet, aber ich sage es einfach. Fertig. Jetzt würde euch nicht mal eure eigene Mutter erkennen. Sogar die Elfenkinder werden euch grüßen, wenn sie euch sehen. Danke, Carlo. Ihr wart eine große Hilfe. Okay, ich glaube, jetzt wären wir sogar bereit, in die Burg reinzukommen, weil wir jetzt vermutlich wie ein echter, wahrer Elf aussehen. Ja, aber reden wir trotzdem zuerst noch mit dem Schmied, bevor wir in die Burg reingehen. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Erfahrung für ein Level-Up, wäre ganz nett. Was macht ihr hier, Vampir? Habe ich mich letztens nicht deutlich genug ausgedrückt? Nichtmenschen sind in Monteville nicht willkommen. Ich brauche nichts von euch, Schmied. Euer alter Freund wollte mit euch sprechen. Welcher alte Freund? Baron de Bonton höchstpersönlich. Ich grüße euch, Paul Forgero, mein alter Freund. Ihr habt doch bestimmt nicht vergessen, wie wir Schulter an Schulter die Stellung bei Julia, nicht bei Julia, im Kampf um den roten Fels hielten, oder? Ich freue mich, euch zu sehen, Kommandant. Es ist schon eine Ewigkeit her, seit wir unsere nichtmenschlichen Feinde Seite an Seite aufgeschlitzt haben. Ihr habt euch kaum verändert, aber ich bin alt geworden. Hört zu, Kommandant. Was macht so eine Ausgeburt der Dunkelheit an eurer Seite? Hey, Paul, ich möchte euch deren meinen guten Freund vorstellen. Ihr müsst euch keine Sorgen über seine Nichtmenschlichkeit machen. Wir kennen uns schon, seitdem wir zusammen kämpfen. Auch wenn das noch nicht so lange her ist. Unsere Klingen sind praktisch noch warm. Ihr solltet meinen Freund auch als den eurigen ansehen, Paul Forgeron. Im Gedanken an die Tage, in denen wir Waffenkameraden waren. Und vergesst nicht, eure Schwester zu sagen, dass deren euer Freund ist. Ihr meint, dass alle Kreaturen der Dunkelheit böse sind. Es fällt mir schwer, das zu glauben, aber ich muss an das glauben, was mir mein Waffenkamerad sagt. Wisst ihr, Dirt, ich werde meiner Nichte sagen, dass sie mit euch Geschäfte machen kann. Aber ich bin ein alter Soldat und es fällt mir schwer, meine Meinung zu ändern. Es wäre mir lieber, wenn ihr euch nicht mehr in meiner Schmiede blicken lassen würdet. Entschuldigt, wenn ich so direkt bin.
Ich verstehe, Paul. Ja, mehr wollen wir auch von dir nicht, Paul. Hat euch euer Onkel gesagt, dass ihr mir vertrauen könnt? Ja, mein Onkel hat gesagt, dass ihr, obwohl kein Mensch, eine ehrliche Kreatur seid. Darum bin ich jetzt so glücklich. Ich kann dank euch einen Brief zu meinem Geliebten schicken und eine Antwort von ihm bekommen. Das wird so wunderbar. Schreibt schnell euren Brief. Dad, genau das brauchen wir. Sie ist so glücklich, dass es fast schon ekelhaft ist. Wenn sie sich nicht um ihren Verlobten Sorgen machen würde, könnten wir sie jetzt schnappen. Aber es wäre besser, sie von allen unnötigen Sorgen zu befreien. Die Waffe der Vergeltung verlangt nach den besten Komponenten. Annette, ist der Brief fertig? Wartet, nur noch eine Minute. Ich versiegle den Umschlag. Annette gibt dem Brief einen dicken Kuss und überreicht ihn dir. Ich komme bald mit Martins Antwort zurück. Ja, super. Ihr habt gesagt, eigentlich wissen wir jetzt dadurch nahezu alles, glaube ich, was wir auf Monteville noch machen können, oder? Vermutlich können wir jetzt da zu Grenzburg den Brief von Martin holen, aber wir können auch nach Königsburg, um den König jetzt da zu stürzen. Und ich glaube, wir wollen zuerst eigentlich den König stürzen. Willkommen im Königreich von Monteville, Sir Elfenbotschafter. Tada! Speichern! Kann jetzt die Rüstung ausziehen? Übergib diesen Brief Martin dem Bogenschützen. Na, die Rüstung will er eigentlich ausziehen. Darf ich das? Oder ist jetzt alles Kacke? Hä, ist jetzt wieder Dark... Es ist doch Dark statt Elfen irgendwas angezogen. Ich bin verwirrt. Reden wir mit der Wache. Auf Befehl seiner Majestät muss ich euch nach dem geheimen Passwort fragen, bevor ich euch in die Burg lassen darf. Sagt mir das Passwort. Buxel. Das war das falsche Passwort. Ich kann euch nicht in die Burg lassen. Fragt den Konsul in eurer Hauptstadt nach dem geheimen Passwort. Buxel. Das war das falsche Passwort. Okay. Hä? Das war das falsche Passwort, du Lügenschimpel. Okay, da können wir anscheinend doch noch nicht rein. Dann gehen wir doch zuerst jetzt mal zum Menschenaußenposten da in der Mitte von Monteville. Im Zentrum von Monteville. Und holen da mal den Brief von Martin. Was wollt ihr hier, Ausgebot der Dunkelheit? Ich habe einen Brief für Martin, Kommandant der Bogenschützen. Ist das wirklich ein Brief? Gebt ihn mir, ich werde ihn zu Martin bringen. Es wurde mir befohlen, den Brief persönlich zu liefern. So ist das also. Wartet hier, ich werde ihn holen. Die Wache ruft nach Martin. Martin, lächelt doch, ein Brief für euch. Nach einer Weile taucht Martin auf. Was habt ihr da? Brief von Annette? Bitte gebt ihn mir. Martin liest den Brief und lächelt dabei. Wartet einen Augenblick, ich schreibe ihr eine Antwort. Bitte schreibt nur, ich werde hier warten. Bitte schreibt nur, ich werde hier warten. Martin schreibt schnell einen Brief und versiegelt den Umschlag. Bringt diesen Brief und diesen goldenen Ring zu meiner Geliebten. Ich werde euch für immer dankbar sein, auch wenn ihr kein Mensch seid. Gebt es mir. Ich werde mein Bestes geben, ihn ihr zu überbringen. Seine Aura strahlt Treue aus. Dieser Bogenschütze könnte uns mit hoher Wahrscheinlichkeit behilflich sein. Kümmern wir uns zuerst um die Braut und dann um den Bräutigam. Ich habe keine Einwände. Freut euch, Annette. Ich bringe euch einen Brief von Martin. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich euch bin. Ein Brief von Martin. Ich bin so glücklich. Und ein Ring. Annette liest den Brief und bewegt dabei ihre Lippen. Meine geliebte Annette, meine Seele sehnt sich danach, zu euch zu fliegen, wie sich ein Kranich nach dem Himmel sehnt. Meine einzige Hoffnung ist es, euch wiederzusehen. Lest weiter, seid glücklich. Ich untersuche die Aura der Braut mit größtem Interesse. Ihr würdet nicht glauben, wie viel Glückseligkeit ein Mensch enthalten kann. Wir sollten keine Zeit mehr verschwenden. Schnappt sie und bringt sie zum Unterschlupf. Annette, ihr seid ab jetzt meine Gefangene. Eine Gefangene? Was für eine Gefangene? Wovon redet ihr, Dad?
Ihr werdet in Ketten gelegt und im Namen der Dunkelheit gefoltert. Ihr Menschen seid selbst daran schuld. Ihr hättet nicht tausende Anhänger der Dunkelheit töten sollen. Ihr habt uns zu diesen Verzweiflungstaten gezwungen. Halt, Kreatur der Dunkelheit! Was zum Teufel macht ihr? Lasst Annette sofort gehen! Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, Nichten zu entführen, Ausgeburt der Dunkelheit. Ihr werdet diese Lektion euer Leben lang nicht vergessen, solltet ihr überhaupt überleben. Ein Kampf, meine Spezialität. Ja. Ram, bam, 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 schlitzt mir einen Vampir einfach so auf, oh je. Und einen uralten Vampir auch noch. Was ist er, Stufe 8? Eigentlich eher schwach. Seuche. Und den Feuerball da rein. Dann nochmal einen Feuerball rein. Und die verwandelt sich in eine Fledermaus, damit wir da sie wieder auffüllen können. Zack. Dann ein schwarzes Loch da hinten noch rein. Ganz schön heftige Massenvernichtung betreiben wir da. Okay, die rennen einfach in den untoten Matsch da rein und sterben dann. Das ist auch ein Weg, sich umzubringen. Okay. Paul Forgeron hat uns gut Erfahrung gebracht. Fast ein Level up. Ihr verdammten Nichtmenschen der Dunkelheit. Tötet mich, aber lasst das Mädchen gehen. Ich brauche euren Rat nicht. Was habt ihr meinem Onkel angetan, ihr ekelhafte Kreatur? Lasst mich jetzt zu Martin gehen. Ich werde die königlichen Wachen rufen. Dafür werdet ihr bezahlen. Es ist zu spät. Ihr braucht nicht mehr rufen. Gewöhnt euch an das Leid. Es wird noch viel schlimmer werden. Fessle die Arme der Bäuerin mit einem groben Seil. Wir haben das Mädchen. Jetzt müssen wir nur noch den treuen Schützen holen, um das Set zu vervollständigen. Genau, gehen wir zum Außenposten in die Berge. Oh, und haben sogar ein Level-Up jetzt noch erhalten durch das. Ja, sehr gut. Da ist noch irgendwas Grünes eingezeichnet. Mühle von Annette Bäuerin. Aha. Ja, Level 16 dadurch. Was fehlt uns jetzt noch? Jetzt fehlen uns noch 4 Machtrunen. Und 12 Magierunen, dann können wir endlich den Erzmagier lernen, auf das wir schon so vergebens hinsparen. Was haben wir da erhalten? Ein Armreif des Schmieds, ein Verteidigung und Feuerwiderstand. Nö, da sind uns die Vampirhandschuhe lieber. Ja, wie gesagt, das war's wieder mal für den Moment. Wir werden im nächsten Part dann jetzt da raufgehen, dann zu den Bergen. Und schauen, dass wir Martin dann auch noch mitnehmen, um der Waffe der Vergeltung ein Stück näher zu kommen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.